So. Wir haben noch 4 Kurse. Ach du Heilige. Sprachkurs. Du möchtest also den Sprachkurs bei Senior Salvatore besuchen? Der Kurs fängt gleich an. Nichts wie hin. Hallo meine lieben Kunstteilnehmer, Kursteilnehmer. Seid ihr auch alle gut drauf? Mein Name ist Salvatore, so sieht's aus. Salvatore, das bin ich. Ich freue mich, dass mein Unterricht so gut besucht ist. Merci beaucoup. Es macht mich total happy, euch durch die Blüte eurer Jugend begleiten zu dürfen. Wie gesagt, mein Name lautet Salvatore. Wisst ihr, was das bedeutet? Ich öffne euch die Tore zur Sprache. Ich liebe kleine Wortwitze. Oh nee. Nein, es ist Mosi. Ihr habt es sicher schon gehabt. In meinem Kurs geht es um Sprache und die wunderbare Welt der Wörter. Guten Morgen, hallo. Das sind Begrüßungen, die woanders auch mal Buongiorno oder Holla heißen. Ich habe sogar von einer Streamerin gehört, die gerne Sprachen vermischt und ihre Zuschauer mit Holla, Ciao und Hallöle begrüßt. Auf der Welt gibt es viele verschiedene Orte mit den unterschiedlichsten Sprachen. Gracias, merci, chichi, kitos, thank you. All diese Ausdrücke haben dieselbe Bedeutung. Kann sich jemand denken, welche das ist? Dein Name war Murasaki, stimmt's? Beeindruckend, das war muy muy richtig. Ich mag, wie selbstbewusst du dich gemeldet hast. Was? Warum? Jetzt habe ich das Ohr nicht gelesen. Einfach danke. Das habt ihr doch sicher schon durchschaut, als ich Thank you gesagt habe. Die Wörter sind alle unterschiedlich lang und auch ihr Klang ist ganz anders. Cool, oder? Der Typ nervt dich jetzt schon. Ich hab übrigens, dass es Danke ist schon beim ersten Wort rausgehört. Da fehlte noch das Ach. Da fehlte noch, ja, einiges. Arigato. Obwohl. Eigentlich nicht, weil es kommt ja aus Japan. Cool, oder? Und an dieser Stelle ein Tipp von mir an euch. Wenn ihr verreist, dann versucht ein paar Wörter und Ausdrücke der Landessprache zu lernen. Nur keine Hemmung, denn niemand erwartet von euch, die Sprache perfekt zu beherrschen. Sobald euer Gegenüber sieht, dass ihr euch Mühe gebt, zaubert ihm das sichere Lächeln ins Gesicht. Und everyone is happy. Mit ganz einfachen Wörtern wie Hallo, Lecker und Tschüss kommt ihr in den allermeisten Situationen locker weg. Was? Lecker? Und dann Primova, Primano, schwupp, der Rest erledigt sich durch Körpersprache. Quel dommage. Da klingelt es auch schon. Jetzt heißt es für uns erstmal Abschied nehmen. In diesem Sinne, adios und bye bye. See you next time und bis bald. Ai, 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 ai. Natürlich.
Hast du was gegen Salvatore? Hallo meine lieben Kursteilnehmer, ich hoffe eure Stimmung ist blendend. Na, seid ihr bereit für eine weitere Runde von Salvatores Sprachkurs? Los, ich will euch hören! Are you ready? Oder warte mal. Are you ready? Wer WWE damals geschaut hat, wird wissen, woher das war. Yes. Muy bien. Letztes Mal habe ich euch beigebracht, wie man sich in verschiedenen Sprachen bedanken kann. Heute lernen wir mehr über dieses eine Wort, das jedem Freude macht, der es hört. Mal sehen, ob ihr mich versteht. Los geht's! Delicious, oishi, bueno. Na, was glaubt ihr? Lecker! Jucken lecker! Na, was glaubt ihr, bedeuten diese Wörter? In Japan könnte ich mir vorstellen, dass das zweite Wort dann durch das deutsche Wort ausgetauscht, also dass das halt kann ich mir gut vorstellen. Lecker! Wow, molto, molto, richtig! Du hast es drauf, Murasaki! Delicious, oishi, bueno! Der perfekte Weg, um auszudrücken, dass das Essen lecker geschmeckt. Wenn ihr auf einem Markt oder in Restaurants in der jeweiligen Landessprache sagen könnt, dass es euch schmeckt, ist euch ein Lächeln sicher. Und schon ist der erste Schritt gemacht. So funktioniert das mit der Kommunikation. Was ich auch immer so feier, ist, wenn deutsche Wörter in Animes vorkommen, die auf Japanisch sind. Fate macht das ja auch ziemlich gut. Und Bleach. Und was ich auch so cool finde, ich habe ja schon ein bisschen in diesen neuen Bleach-Anime reingeschaut, in dieser neuen Arc. Da wird auch wieder Deutsch gesprochen. Egal woher man kommt, jeder freut sich darüber, wenn die Küche des eigenen Landes gelobt wird. So. Und an dieser Stelle ein Tipp von mir an euch. Komplimente sind der erste Schritt zu einer guten Verständigung. Es gibt wohl nur wenige Menschen, die es nicht mögen, gelobt zu werden. Das gilt nicht nur für Leute in anderen Ländern, sondern auch für eure Mitschüler in diesem Kurs. Versucht doch einfach, euch nach dem Unterricht gegenseitig Komplimente zu machen. Oh, da wird mir schlecht von. Hör auf! Das stärkt den Zusammenhalt und die Harmonie und sorgt für ein friendly fire, ein friendly Miteinander. Wir sehen uns dann wieder next time. Adios und au revoir. Oh Gott. Oh, so, der letzte. Danach kommt die Prüfung. Aber ich muss sagen, die Schule hier macht schon Spaß. Die Stunden sind nicht so lang. Hallo meine lieben Kursteilnehmer, ihr seht auch heute wieder topfit aus. Weiter geht's mit Salvatores Sprachkurs. Are you ready? Sorry, ich muss das so sagen.
Meine Frage war, are you ready? Ist ja schon gut. Das hatte sogar jetzt noch ein bisschen mehr was von D-Generation X. Triple H sagt das nämlich auch immer so. Ich sagte, seid ihr bereit? Tres bien. Unterricht ist keine Einbahnstraße. No, no, nein. Wenn ich keine Antwort von euch bekomme, fühle ich Tristeza. Was? Dann bin ich traurig. Letztes Mal haben wir uns das Wort Juckenlecker in anderer Sprache angeschaut. Today's Topic ist ein Ausdruck, der in ganz besonderen Momenten zum Einsatz kommt. Ausdruck. Je t'aime, ti amo, I love you. Sarange. Wer kennt die Bedeutung? Guten Appetit. Eichteru. Fantastico! Das ist very, very richtig! Platz 1 für dich, Murasaki! Je t'aime, ti amo, I love you. Das sind wohl die berühmtesten der Ausdrücke. Sie alle bedeuten, ich liebe dich. Sag mal, täusche ich mich oder ist es hier seltsam still geworden? Ihr seid ja ganz verlegen. Es ist wichtig, über seine Gefühle zu sprechen. Nicht nur die negativen, sondern auch die positiven. Falls ihr mal verheiratet seid und euch mit eurem Liebling wegen irgendeiner Kleinigkeit streitet, ist Kommunikation das A und O. Eine von Herzen kommende Entschuldigung, gefolgt von einem Ich liebe dich, und schon ist der Streit geschlichtet. Erst letzte Woche haben meine Frau und ich uns gezankt. However, eine Entschuldigung und die Sache war gegessen. Bestimmt hast du ja auch irgendwas Schickes gekauft noch dazu, damit die Entschuldigung auch noch mal richtig gut funktioniert. Und dann fragt sie dich noch mal, worum der Streit ging, damit man auch weiß, weswegen man sich entschuldigt. Danny denkt ja sonst, du entschuldigst dich doch nur, damit du Ruhe hast. Sorry. Und an dieser Stelle ein Tipp von mir an euch. Wartet mit eurer Entschuldigung nicht zu lange, wenn ihr euch mit jemandem gestritten habt. Das gilt für Family, Friends und eure Darlings. Für euch ist das bestimmt ein Klacks. Nächste Stunde wird es ernst. Euch erwartet die Zwischenprüfung, also wiederholt gut, was wir im Kurs besprochen haben. Adios und bye bye. Ich finde das cool. Hier lernt man so ein bisschen auch andere Sprachen. Obwohl, ja, man kennt das schon eigentlich. Sind ja leichte Wörter. Guten Morgen, Murasaki. Welchen Kurs möchtest du besuchen? Zwischenprüfung, yeah! It's test time! Und damit Zeit, euer Wissen auf die Probe zu stellen. Legt euch ins Zeug! Auf die Plätze, fertig, los! Was bedeuten die folgenden Ausdrücke? Danke. Welches der folgenden Wörter bedeutet lecker? Delicious. Welcher Ausdruck passt nicht zu den anderen? Guten Appetit. Was ist der erste Schritt zu einer guten Verständigung? Sich einschleimen.
Der Lehrer ist dieses tollen Sprachkurses heißt Salvatonne. Was ist das denn für eine Frage? Die letzte Frage ist immer so. Ja. Time is up. Die Prüfung ist vorbei. Lasst euch Stifte fallen. Na, habt ihr alle Aufgaben euch auch ganz entspannt lösen können? Der letzte war doch sicher besonders einfach. Hehe. Good job alle zusammen. Das Ergebnis könnt ihr euch am Empfang abholen. Ob der dann auch im Anime vorkommen wird? Und jetzt möchtest du bestimmt wissen, wie du mich geschlagen hast. Die Zwischenprüfung geht als bestanden, bla bla bla. Bei Abschlussprüfungen, ja ja ja. Wollen wir doch mal schauen, wie du im Sprachkurs abgeschnitten hast. Du hast 5 von 5 Fragen korrekt beantwortet. Damit hast du die Prüfung bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Senior Salvatore hat für alle, die bestanden haben, ein kleines Geschenk vorbereitet. Man bekommt für die Endprüfung bestimmt, der ist einfach selbst verliebt, ja. 5 EP-Bonbons. Stellt euch mal vor, so eine Frage, solche Fragen dann hinterher. Wirklich mal so in der Schule als Test. Und immer schön weiterlernen, hörst du? So, der nächste. Jetzt kommen wir mal zum Kämpfen hier. Du möchtest also den Kampfkurs bei Senora Mura besuchen? Der Kurs fängt gleich an, nichts wie hin! Ob wir hier kämpfen? Vor euch steht eure heißblütige Lehrerin des Kampfkurses. Amura ist mein Name. Ich bin 25 Jahre alt, mein Hobby ist Krafttraining. Mein Lieblingstyp sollte auch klar sein, oder? Kampf? Natürlich ist es muskelbepackte und starke Typ Kampf. In meinem Unterricht werdet ihr alles lernen, was ihr über Pokémon-Kämpfe wissen müsst. Wir fangen mit den Grundlagen an, damit ihr euch auch alle mitkommen. Macht euch also keine Sorgen, falls ihr den Kurs zum ersten Mal belegt. Ich werde euch wie ein starkes Hariyama durch den Kurs tragen und dafür sorgen, dass euer Kampfgeist Feuer fängt. Los geht's! Es gibt viele verschiedene Arten von Angriffsattacken, die von Pokémon eingesetzt werden können und sich in ihren Eigenschaften unterscheiden. Diese Eigenschaften umfassen unter anderem Stärke, Typ und Kategorie. Je stärker eine Attacke ist, desto mehr Schaden richtet sie an. Der Schaden steigt noch weiter, wenn der Gegner gegenüber dem Typ der Attacke schwach ist. Von den Kategorien gibt es 2 an der Zahl. Neuzugang, kannst du mir sagen, welche? Geliebte Attacken und verhasste Attacken, wow. Physische und Spezial. Jawohl, unser Neuzugang hat das Grundwissen drauf. Hier lernt man noch ein bisschen mehr, was Pokémon angeht, habe ich das Gefühl. Ich weiß noch, in den ersten Pokémon-Spielen habe ich nie so wirklich auf Physische oder Spezial geachtet. Und auf den Wert, den mein Pokémon hat. Bei physischen Attacken fällt der verursachte Schaden umso größer aus, je höher der Angriff eines Pokémon ist. Bei Spezialattacken wird mehr Schaden verursacht, je höher der Spezialangriff eines Pokémon ist.
Dasselbe gilt auch andersherum. Je höher die Verteidigung oder Spezialverteidigung eines Pokémon ist, desto weniger Schaden nimmt es durch die jeweiligen Attacken. Ich fasse noch einmal zusammen. Pokémon, die besonders geschickt mit physischen Attacken sind, sollten einen hohen Angriff haben. Pokémon mit einem Talent für Spezialattacken sollten einen hohen Spezialangriff haben. Wenn man die Statuswerte außer Acht lässt, ist es schwer, die Kraft des Pokémon im Kampf richtig zur Geltung zu bringen. Ja, und mein Feuerstarter-Pokémon, was ich von Dark bekommen hat, hat das falsche Wesen. Habe ich gemerkt. Denn das Wesen sorgt dafür, dass der Angriff... Ich glaube, das... War es jetzt der Spezialangriff oder der Angriff? Ich weiß auf jeden Fall... Ich glaube, es war der Spezialangriff und das Pokémon hat... Nun ja... Ist mehr auf Spezialattacken ausgelegt. Und dies... hat einen roten Zeiger, was so viel heißt wie... dass der Wesen meines Pokémons den Spezialangriffswert unten hält. Also, der steigt nicht so gut. Ist nicht... Ja eben. Hab ich auch nicht gemacht. Das ist aber auch optional, ne? Wer liest sich das bitte durch? Ich habe schon die Hälfte der Arena-Orden gemacht und ich habe das noch nicht einmal... Das ist mir gerade nur durch Zufall. Durch Zufall über den Weg gelaufen, weil ich nochmal zur Schule geflogen bin und ich wollte mich da nochmal umgucken. Es ist schwer, die Kraft des Pokémon im Kampf richtig zur Geltung zu bringen. Pokémon sind in der Hinsicht so wie Menschen. Man sollte ihre Stärken fördern. Eigentlich wollte ich, dass ihr das noch in der Praxis zu sehen kommt, aber die Stunde ist leider schon um. In meinem Kurs geht es zwar viel um Theorie, aber ihr findet trotzdem auf dem Sportplatz statt. An der frischen Luft lernt es sich einfach besser. Also dann, der Unterricht ist vorbei. Seht zu, dass ihr alle fit bleibt. Und wo machen wir dann die Tests? Auf dem Boden? Der Kurs fängt gleich an, nichts wie hin. Aber ich muss auch sagen, es hat sich auch einiges verändert, ne, in Pokémon. Zum Beispiel das Wesen gibt's nicht von Anfang an. Es gab vieles, was neu dazugekommen ist, so nach und nach. Ein neuer Tag, ein neuer Kampf. Tag und willkommen zu meinem Kampfkurs. Na, was haltet ihr von der Schatzsuche? Aufregend, nicht wahr? Ich sehe es förmlich vor mir, wie ihr von Arena zu Arena flitzt und gemeinsam mit eurem Partner Pokémon euer großes Abenteuer bestreitet. Irgendwie fände ich es cool, wenn jeder jetzt auch noch so ein Sportoutfit tragen würde, weil das ist unsere Schuluniform, die wir in der Klasse tragen. Und in Japan ist es ja so, dass man beim Sportunterricht, das ist ja sowas wie Sportunterricht, halt ein anderes Outfit an, alles sehr logisch, ne? Aber es wäre zu viel Arbeit gewesen, wenn sie schon grafisch das Spiel nicht so schön machen und es auch so seine Probleme hat, ne? Ich hoffe nur, dass Game Freak da nochmal vielleicht noch ein paar Mitarbeiter mehr hat. Weil ich glaube, daran liegt es auch. Die haben nämlich eine vorgegebene Zeit. Das ist mit der Anzahl an Mitarbeitern vielleicht nicht mal wirklich machbar. Ich weiß ja nicht, wie viele da arbeiten, aber es sieht so aus, als hätten die richtigen Zeitdruck. Einer flitzt gemeinsam mit eurem Partner-Pokémon eure großes Abenteuer bestreitet.
Auf euren Reisen werden euch bestimmt große leuchtende Kristalle ins Auge fallen. Sie bestehen aus Terrakristallenergie, die bis an die Oberfläche gedrungen ist. Untersucht ihr diese Kristalle, könnt ihr zusammen mit drei Freunden oder anderen Trainern gegen ein Terrakristall-Pokémon kämpfen. Diese Kämpfe nennt man Terra-Raids. Doch seid gewarnt, bei Terrakristall-Pokémon handelt es sich um äußerst starke Kontrahenten. Manchmal verhalten sie sich anders als gewöhnliche Pokémon, deshalb dürft ihr nicht eine Sekunde lang unachtsam sein. Glücklicherweise steht Trainern in Terra Raids eine besondere Aktion zur Verfügung, das Anfeuern. Es gibt drei verschiedene Arten des Anfeuerns. Mit einem herzhaften Haut rein werden die Angriffe und der Spezialangriff aller Pokémon auf der Mitstreiterseite gesteigert. Bleibt standhaft derweil sowohl die Verteidigung als auch Spezialverteidigung aller Pokémon auf der Mitstreiterseite. Und die dritte Variante, mal sehen, wer von euch die Antwort schon kennt. Oh, ich habe nur einmal angefeuert. Was ruft man, um die KP sämtlicher Pokémon auf der Mitstreiterseite aufzufüllen? Warte mal, das geht? Ab ins Bett! Ab ins Bett! Ich würde mal sagen, das? Das ist die richtige Antwort. Vielleicht solltest du ab jetzt meinen Unterricht leiten, Neuzugang. Gib mir keine schlechten Multiple-Choice-Antworten. Was soll das? Das ist die richtige Antwort. Vielleicht, ja, okay. Mit einem aufmunternden Auf die Beine füllt ihr nicht nur die KP eurer Pokémon wieder auf, sondern heilt auch ihre Statusveränderung. Innerhalb eines Terra-Raids könnt ihr die Anfeuern-Funktion bis zu dreimal anwenden. Allerdings solltet ihr euch gut überlegen, ob ihr das tut, denn durch den Einsatz von Anfeuern kommt euer Pokémon eine Runde nicht zum Zug. Ich fasse es nochmal zusammen. Wenn ihr einen Terra-Raid auf Granit beißt, versucht es mit der Anfeuern-Funktion. Wer weiß, welche Möglichkeiten sich auftun, wenn ihr euren Mitstreiter unter die Arme greift. Ich frag mich jetzt, es gibt doch bestimmt noch höher als 3 Sterne, ne? Ich habe bis jetzt nämlich nur 3 Sterne Raids gesehen. Ich glaube, das könnte noch heftig werden mit den Raids. Ich bin auf die Endgame Raids gespannt. Eigentlich wollte ich euch das Ganze noch in der Praxis demonstrieren, aber unsere Zeit ist wohl um. Also dann, der Unterricht ist vorbei. Seht zu, dass ihr alle fit bleibt. Ihr habt bestimmt so einen Kristall in der Hose und wollt ihn deswegen und präsentieren und wie man dann den Pokémon verprügelt. Ja klar! Deswegen hätte man das voll in der Praxis. Ah, ich muss mal kurz aufs Klo. So. Ein neuer Tag, ein neuer Kampf. Tag und willkommen zu meinem Kampfkurs. Wie ihr euch sicher erinnert, haben wir beim letzten Mal über Terra Raids gesprochen. Vielleicht hat jemand von euch sogar die Theorie bereits in die Praxis umgesetzt. Ja, noch nicht ganz. Ich habe einfach nur die Terra-Pokémon verprügelt. In diesem Fall dürfte euch aufgefallen sein, wie gefährlich Terra-Kristall-Pokémon sind. Warum? Tja, das hat viele Gründe. Einer davon ist eine bestimmte Aktion, von der ihr die besonders starken unter ihnen Gebrauch machen. Ich rede vom Terra-Schild. Oh nee, die haben wieder sowas. Das machen sie bestimmt erst ab Stufe 4. Während ein Pokémon ein Terra-Schild verwendet, erleidet es deutlich weniger Schaden. Wenn es dazu kommt, kann es richtig schlecht für euch aussehen. Dann gibt es keine Silberstreifen am Horizont und eure Niederlage scheint unabwendbar. Zeit für eine Frage.
Was solltet ihr tun, wenn euer Gegner ein Terra-Schild verwendet? Mama anrufen. Mama, sie hat schon wieder getan. Richtig, ich sehe schon, wir haben es hier mit einer wahren Meisterin des Terra Raids zu tun. Da würde ich Angriffe zeigen, die wenig Wirkung bei Pokémon, die ein Terra-Schild verwenden. Doch wenn ihr bei eurem Pokémon die Terra-Kristallisierung auslöst und dann angreift, kann sich das Blatt zu euren Gunsten wenden. Setzt ihr zudem eine Attacke vom selben Typ wie sein Terra-Typ ein, fügt ihr noch mehr Schaden zu. Fügt eurem Gegner fortlaufend Schaden zu, um sein Terra-Schild zu brechen und ihn so ins Wanken zu bringen. Wie ihr seht, spielt das richtige Timing in einer Terra-Kristallisierung während des Terra-Raids eine wichtige Rolle. Ich fasse noch einmal zusammen. Bekämpft Feuer mit Feuer und wendet die Kraft der Terra-Kristallisierung gegen Gegner an, die sie sich ebenfalls zunutze machen. Denkt daran, dass ihr nicht allein seid. Arbeitet gut mit euren Mitstreitern zusammen, um den Terra-Schild der Gegenseite zu durchbrechen. Zur praktischen Demonstration kommen wir heute wohl wieder nicht. Beim nächsten Mal steht die Zwischenprüfung an. Um die volle Punktzahl zu erhalten, müsst ihr so nachgiebig sein wie bei einem Terra-Raid. Hat sich das Pokémon neben ihr geändert? Kommen nachts andere Pokémon? Tut mir leid, falls ihr euch am Sportplatz versammelt habt. Die Prüfung muss natürlich in einem ordentlichen Klassenzimmer stattfinden. Ohne Tisch und Stuhl schreibt es sich nämlich nur schwer. Dann wünsche ich euch viel Erfolg beim Kampf gegen den Fragebogen. Je höher die Spezialverteidigung eines Pokémon ist, desto weniger Schaden erleidet es durch Spezialattacken. Was hat keinen Einfluss auf den Schaden, den eine Attacke verursacht? Wie viele Trainer nehmen an einem Terra-Raid teil? 4. Womit kann man den Terra-Schild eines Gegners durchbrechen? Welchen Pokémon-Typ bevorzugt Senora Amura? Die letzte Frage wie immer, ne? Zeit ist um, legt eure Stifte weg. Ihr habt tapfer gekämpft. Ich bin sicher, dass ihr alle die volle Punktzahl erreichen werdet. Damit wäre die Prüfung abgeschlossen. Eure Ergebnisse erfahrt ihr dann am Empfang. Bin ich eigentlich jetzt sowas wie ein Klassenbester? Es fühlt sich gut an, wenn man eine Prüfung hinter sich gebracht hat, nicht wahr? Und jetzt möchtest du bestimmt wissen, wie du dich geschlagen hast. So, das Prozedere kennst du ja schon. Wollen wir doch mal schauen, wie du im Kampfkurs abgeschnitten hast. Du hast 5 von 5 Fragen korrekt beantwortet. Damit hast du die Prüfung bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Senora Amura hat für alle, die bestanden haben, ein kleines Geschenk vorbereitet. Und immer schön weiterlernen, hörst du?